Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Guild Wars 2, unserer Precursor-Jagd. Momentan dran am Verbrenner 1. Und wie wir ja wissen, müssen wir da jetzt, um das noch abzuschließen, in die Fraktale, denn wir haben Ätherklingenmaterialien, sammelt aus der Truhe im Labor von Fritz im Fraktal Ätherklinge, eine Probe der Materialien, die von den Ätherklingen verwendet wurden. Und das gleiche haben wir noch mit Azura Labormaterialien. Und zwar aus der Truhe im Fraktal Taumanova-Reaktor, eine Probe der Materialien, die beim Bau des Taumanova-Reaktors verwendet wurden. Das ist das, um was es geht. Und ich habe hier eine Fraktalgruppe, und der nimmt jetzt gerade irgendwie nicht an, sehr gut, die ich übers LFG gefunden habe. Und ja, mal gucken. Ah, da hat er angenommen. Sehr schön. So, dann schauen wir mal. Ist einfach eine stinknormale Gruppe übers LFG. Da war halt ein Guard, der hat die Gruppe aufgemacht, haben wir gedacht, okay, perfekt. Bin da einfach mit reingejoint. Und jetzt schauen wir, dass wir dieses Fraktal hoffentlich relativ schnell und relativ sauber legen. Sodass wir dann anschließend eventuell noch gleich Taumanova hinten ranschieben können. Oh, ich warte lieber mal ein bisschen. Ich habe mal ein bisschen Angst, dass Leute das Ding da zum Explodieren bringen. Ah, diese scheiß Kante da. So. Oh, da hat's ihn erwischt. Ups. Ich weiß nicht. Glaube ich. Glaube ich. Jemand infight? Ach, der Hut hier ist nicht. Ja. Der Hut hier ist wieder ein Löwenstein. Okay. Warum ist Hut hier wieder ein Löwenstein? Keine Ahnung. You need. You need a new Leon's Arch loading screen or you go through the fractal portal. Genau, weil er gerade gefragt hat, so how do I join you? I was disconnected. Aber wenn man nämlich einen neuen loading screen bekommt, dann ploppt die Meldung automatisch auf. Ob man in das Fraktal rein möchte. Warten wir jetzt wirklich auf den? Können doch auch schon. So, es sind noch vier Leute. Ja, gut, auf der anderen Seite ist es halt Loot, das dem entgehen könnte, ne? Then you have to relock. That's a bug that sometimes happens. Weil er gesagt hat, ja, es sagt, die Welt ist voll. Das kommt leider gelegentlich mal vor. Wenn man disconnected während des Loading Screens, dann meint er scheinbar manchmal, dass die Person bereits da ist, ist sie aber nicht. Und dementsprechend meint er, es sind fünf Leute da und dann will aber der da rein, aber geht nicht. Ne? Das ist so ein komischer Bug. Passiert ganz selten mal. Hoffen wir mal, dass das klappt. Möchte ich jetzt nicht ewig warten. Das wäre jetzt irgendwie schade. Come on, guy. Ja, wer weiß, was der für Loading Screens hat. Klar, GW2. Start GW2 new. Ja, das könnte man versuchen. Was, wenn ihr notfalls nochmal neu einlädt? Okay. Na los doch, schlag mich! Mal gucken, ob es jetzt funktioniert. Er ist auf alle Fälle gerade noch online. Ja gut, mit 11.000 Punkten müsste er doch den Fehler normalerweise kennen. Aber jetzt ist er wieder online. Ich finde es aber auf alle Fälle schon mal schön, dass keiner aus der Gruppe rausgeht. Weil meistens sind dann die Leute so, das läuft nicht problemfrei, muss ich jetzt aus der Gruppe gehen, finde ich scheiße. Das ist immer noch unbekannt. Ja, ja gut, Löwenstein-Ladebildschirm, das erste Mal dauert oft ewig. Ich tippe schon mal nur, I invite you new. Falls es nicht schafft. Ich
Löwenstein-Ladebildschirm, nachdem man Guild Wars neu gestartet hat, dauert halt immer ewig. Ei. Habe schon 5 Minuten vertan und nichts passiert. Was ist da los? Ja, ich könnte auch die Folge einfach neu starten. Aber der müsste ja jetzt jeden Moment da sein. Na also. Sehr schön. Geht doch. Wunderbar. Ist leider so ein Bug, der ganz selten mal vorkommt. Nicht oft, aber ab und zu. Jetzt muss es nur noch lebendig da durchschaffen. Okay. Ich hab nichts gesagt. Der hat Vulkanus. Waffe, wo ich schon oft überlegt habe, ob ich sie mal herstellen soll. Weil ich glaube, die ist gar nicht so teuer, wenn man die im Handelsposten kaufen würde. Vulkanus. Oh, ja doch. Kostet doch einiges. So. Können wir jetzt loslegen. Oh, da war Pull. Ach, das war die Falle. Ja, ich glaube, auf der Fraktalstufe ist es auch relativ egal. Da tun die nicht so weh, da muss ich nicht irgendwie mit Static und Ding ins Feld. Wie heißt das nochmal? Rauchfeld. Muss ich da nicht. Weiß nicht. Jude schon sagt, dass das in Questur technisch ist. Das ist immer wieder witzig, was die so erzählen. Die Fraktalen, die Charaktere. Ich glaube, ich habe es relativ leise, oder? Muss ich notfalls noch ein bisschen lauter machen. Guild Wars. Okay. Der Spaß beginnt erst oben. Ach nee. Wie oft bist du schon hier drin gewesen in diesem Fraktal, dass du nicht weißt, dass das Ding hier stromt? Lieber NPC, was sollen wir nur mit dir tun? Was? WTF? Aber. Oh, okay. Oh. Eine Kampf. Ernsthaft? Der hat eine Kampf. Na. Ach, die schmeißt Kampfstandarten. Ist ja geil. Irgendwer ist da jetzt schon hochgegangen. Das bringt erst was, wenn das hier aus ist. Aber gut, es ist jetzt hier aus. Die Tante schmeißt Kampfstandarten. Das ist ja geil. Das ist ja richtig nice gemacht. Da habe ich natürlich meinen Blink schon verwendet, weil ich einfach zu faul war, den Weg nochmal zu laufen. So hätte ich schon hochgehen können und hätte schon. Ja, oben. Versuchen können, das Dingens da zu lösen. Gott, ich hasse das so sehr hier drin. Schön, dass die Immo auch mal verschwindet. So, hab's aus. Für das habe ich halt mein Big Blast gelegt, damit mein Immo verschwindet. Yo! Ja, stimmt, das haben sie ja geändert, das Fraktal. Gibt hier jetzt keinen Stackpunkt mehr. Wir haben sie entfernt. Wir werden alle sterben. Alle werden nicht sterben. Nein! Okay, das haben wir. Das seit dem Fraktal-Rework von diesem Fraktal habe ich das hier noch nicht gelaufen. Entsprechend habe ich keinen Plan, was sich hier alles verändert hat. Aber um ehrlich zu sein, ist es eigentlich angenehmer so. Finde ich. Weil das Decken hat halt das Problem, du kriegst dann auf einmal 10 Kampfstandarten ins Gesicht geklatscht. Yep. Ja, nicht unbedingt 10, aber mehrere.
Oh, jetzt bin ich genockt. Gut, ich hätte den Overload ready gehabt. So. Schöner Pull. So. Ups. Was hat denn der da für ein Feld hingeklatscht? I don't know. Oh. Oh, ich würde sagen, wir machen die Elite kaputt. Oh, Blutung. Blutung. Spürt den Schmerz fort. Gut, dass ihr da wart. Legs, ja. Passiert. Wenn ich das immer so hasse, wenn die Leute schreiben, Legs, dann denke ich mir so, ja, ja, das war sicherlich wegen Legs. So, haben wir? Schauen wir mal, was okay. Wird schon werden. Die Instabilität holen, eigentlich eine gute Idee. Auf der Stufe brauchen wir es zwar wahrscheinlich nicht, aber hey. Ist wurscht. Geht rein. Alles gut. Starte. Jo, rein da. Huch. Das war ein witziger Dodge gerade. Warum? Dies ist eine keimfreie Forschungsumgebung. Verlasst sie auf der Stelle. Ja, bringen wir es zu Ende. Schön. Ich weiß sehr wohl, wie man mit Verunreinigungen umgeht. Ja, unterbrich mich wieder. Dann stecke ich lieber da nicht. Hasse es, wenn ich immer unterbrochen werde von den Viechern. So, aber noch ein Fritz noch. Gut, dass es halt auf der Stufe nicht so schwer ist. War jetzt erstmal hier hinten. Anderen noch wegmachen, die da rumgurken. Bevor wir uns um Fritz kümmern. Na, der Fritz hat sich hier schon zurückgezogen. Okay. Was soll das denn? Zieh mich doch nicht durch die ganze Pampa. Alter, auf hohen Fraktalstufen wäre ich jetzt gerippt. Weil da rennst du durch diese Dingens da einmal durch. Durch diese. Na, Energiedings. Da passiert das einmal und du bist im Arsch. Ist ja leider unangenehm. Aber hilft da nicht, ne? Zeit mal etwas aufzudrehen. Oh, genau! Ach Gott. Spawnt das Ding natürlich genau da. Ist ja klar. Geblockt, geblockt, geblockt. Ja, pull mich. Schon klar. Na komm schon, sterb doch mal. Die blocken so viel. Gibt's doch nicht. Nein, jetzt hör mal auf zu pullen. Ich habe hier Flecken, die weg ausgeladen. So, jetzt. Ne? Kommt man den halt nicht ran. Der immer genau woanders ist. Jetzt, na. Geht doch. Jetzt hör mal auf zu blocken, du dämliches Viech. Genau, einfach mobben und rumschubsen. Beste Idee. Ihr denkt, ihr habt gewonnen? Ja. Nichts habt ihr. Doch, wir haben gewonnen. Doch, doch. Jetzt lass ich meine Größte. Tschüss. Sehr schön. Fraktal haben wir erledigt. Wunderbar. Okay, da Dingens Taumanova in der Regel ziemlich lange dauert.
Würde ich sagen, machen wir das nächste Folge. Dann haben wir zwar eine kürzere Folge jetzt gehabt, aber ja, Tamanova dauert in der Regel ein bisschen länger als das Fraktal hier. Und dann suche ich da für nächste Woche eine Gruppe. Nicht für nächste Woche, für nächste Folge natürlich. Und dann machen wir hier weiter. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal.